Ja, liebe Leute, weiter geht's heute mit Hogwarts Legacy und wir machen jetzt weiter. Wir reisen mal kurz nach Hogsmeade. Ich möchte noch überflüssiges Material Zeugs verkaufen. Weil wir ja unter anderem noch eine Besenerweiterung kaufen müssen. So, sorry. So, theoretisch. Ich muss so gerade gucken, dass wir hier mal eben ein Lädchen finden, wo ich mal mein Zeug loswerden kann. Im Zweifel hier, aber. Oh, wir haben noch irgendwas da übersehen. Es sind 55 Goldmünzen. Na, mal hin. Aber mich wundert immer noch, dass. Das Dings noch nicht Bescheid gesagt hat hier, der Gladwin Moon. Oh, ich scheine mittlerweile Weihnachten zu sein. Ich würde aber gerne ein Ding verkaufen. Habe ich nicht. Aber nicht irgendwo mal einen Shop oder so hier vorne? Ollivanders? Ollivander verkauft doch bestimmt Zeug an. Moin. Aber ich hätte gern. Da. Ja, Mai. Kein einziger Shop, der war mal kurz. Und ja, ich bin ein bisschen erkältet. Aber das sage ich normal. So, wo bin ich jetzt überhaupt mittlerweile? Ich suche eigentlich die Besenerweiterung, ne? So, Höhepunkt festzählen. Lass mich noch eine Nebenquest auf. Schön, sie wiederzusehen. Ja, ich hoffe, dass ich das Zeug habe mittlerweile, das, was du haben willst. Weil wir können rein theoretisch jetzt die Dinge verkaufen. Eigentlich kann ich ja alles jetzt verkaufen mittlerweile. Scheint so zu sein, ja. Ja, das sind zwar Dinge, die die mehr machen, aber wir haben ja alles durchgeguckt. So. Happy Birthday! Ich kann tatsächlich meine weitere Besen. Das verspreche ich Ihnen. So. So. Dinge gekauft. Die neue Verbesserung ist montiert. Ich bin so gespannt, was Sie davon halten. Das mag vermessen klingen, aber... Sie möchten einen noch ausführlicheren Flugbericht? Sie kennen mich gut. Ich habe es fast geschafft. Ich glaube, ich kann das Besenfliegen noch etwas verbessern. Miss Reyes veranstaltet ein Wettfliegen an der Südküste. Ist allerdings nicht ganz ideal, da sich dort Randrocks Leute und Erschwinderinnen herumtreiben sollen. Aber wenn sie hoch genug fliegen, sollte ihnen nichts passieren. Glaube ich. Dann machen wir das doch mal. Bin ich unbesorgt, Mr. Weeks. Ich suche dann Imelda. Ich hoffe, Sie können die Wettflüge abschließen. Ich habe so das Gefühl, dass diese Verbesserung ein Riesenerfolg wird. Aber passen Sie auf sich auf. Ich freue mich schon darauf, von Ihnen zu hören. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Dann machen wir das. Der Auftrag gestartet, der Himmel ist die Grenze. So, ich guck mal gerade... wo wir hin müssen. Wir müssen ja eine weitere... Oh, die ist hier unten. Warte mal. Aber das Gute ist, wir können ja dahin reisen. Wieso denn da so weit weg? Warte mal. Wo
Was ist denn? Ach, ich bin hier hinten. Hä? Hab ich doch vertan. Ja, Moment. Jetzt mich raten, ich kann natürlich. Jetzt darf ich natürlich dahin nicht gehen, ne? Ich muss natürlich wahrscheinlich dann auch. Beziehungsweise ich kann nicht dahin fliegen, ich muss dann dahin laufen. Okay, das ist jetzt. Ja. Ach, da sind schon wieder unterwegs. Oh, ein Altar. Hier ist einer der Altäre, die Professor Schaar erwähnt hat. Oh, moin. Da machen wir das doch schnell. Frage, ist das richtig so? Ja, ist es. Oder? Warte mal. Nee, so rum ist es richtig. Oder? Könnte aber auch so rum sein. Ja, es ist auch so rum. Der Wolf. Immer noch keine Nachricht von Captain Moon, das ist das Traurige. Warte mal, wo muss ich denn da hin? Runter? Oh, was ist denn hier? Erschwinderin Naya oder was? Glaube ich, das ist gerade falsch gesehen. Ja. Da unten ist die Prüfung. Die Strecke sieht ziemlich leer aus. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Hier drüben! Ja, ich hab dich schon gesehen. Gute. Ja, ich möchte nur gerade kurz was gucken. Nee, alles gut. Ich bin zwar wahrscheinlich nicht hier der Oberking, aber. Die Strecke ist ein bisschen weit weg vom Schloss, oder? Offensichtlich. Und zu weit für die meisten Mitschüler. Erbärmlich. Sie sollten mich anflehen, die Rennen weiterzuführen, statt Angst zu haben. Unser neuer Fünftklässler ist tatsächlich aufgetaucht. Wirklich beeindruckend. Das ist... also... danke? Ich bin oft ungeduldig. Mich frustriert, wenn Leute Dinge nicht so ernst nehmen wie ich. Meiner Erfahrung nach trifft das auf die meisten zu. Lass dir das nicht zu Kopf steigen. Aber genug geplaudert. Ich bin zuversichtlich, dass ich eine unschlagbare Zeit aufgestellt habe. Das glaube ich nicht. Ich bin bereit. Wir sehen ja gleich, wie ich mich schlagen werde. Ich bin bereit. Gleich wirst du verlieren. Ne. So, 29 Ringe bis Zeit. Boah, die ist schon da vorne? Die ich gar nicht mehr gesehen. Boah, die alte. Scheiße.
zu schwer. Ich bin normalerweise mittlerweile hinter ihr. Immer noch. Jetzt habe ich sie. Zumindest wenn sie sich dran an ihr. Da bin ich viel zu niedrig angeflogen, die Nummer. Nein! Die hat die scheiß Sekunde. Die scheiß Zeitstrafe, sonst hätte ich die gehabt. Und seit 43 Jahren. Ich hab's ein bisschen verpasst. Schon gut. Damit hatte ich gerechnet. Du musst dich schon mehr anstrengen, wenn du meine Zeit schlagen willst. Bei dieser Strecke geht es um deine Konzentrationsfähigkeit. Jede Kurve fordert einen Entschluss. Du darfst niemals zögern. Imelda Reyes, berätst du gerade die Konkurrenz? So würde ich es nicht nennen. Nein, nur plaudern unter Freunden. Das ist alles. Also noch ein Versuch? Natürlich. Natürlich. Ich bin bereit. Danke, Imelda. Natürlich. Ab mit dir. Ich hab da aber gut aufgehört. Die hat mich wirklich erst auf dem letzten Drücker, die mich kassiert. Scheiße. Nein! Ich hätte die locker haben können, die Kurve. Was? Ich bin mit dich durchgeflogen. Geflogen, wenn ich das so sagen darf. Fabelhaft. Ich bin aber gut durch. Das kann doch nicht sein, das kann ich.
kann doch nicht sein, ey. 6 Sekunden bekommen, weil ich da voll durchgeflogen bin. Will ich nicht, ne? Das. Ach, leck mich doch am Sack. Ach, Mist. Ja, jetzt hab ich verloren. Fuck. Jetzt bin ich da voll. Ja, das kann doch nicht sein, ey. Da wirst du doch hinten und vorne verarscht. Da wirst du doch hinten und vorne verarscht für die Nummer, ey. Nee, du darfst ja nicht durch, das zählt doch nichts. Damit hatte ich gerechnet. Du musst dich schon mehr anstrengen, wenn du meine Zeit schlagen willst. Bei dieser Strecke geht es um deine Konzentrationsfähigkeit. Jede Kurve fordert einen Entschluss. Du darfst niemals zögern. Imelda Reyes, berätst du gerade Konkurrenz? So würde ich es nicht nennen. Nein, nur plaudern unter Freunden. Das ist alles. Also noch ein Versuch? Klar doch. Auf geht's. Danke, Imelda. Natürlich. Ab mit dir. Haben können, ey, wenn ich die alle. Bist du schön durchgekommen? Nee, das wird hier durch. Klar. Ja, Alter, du bist sogar weggezogen von dem Ring, ey. Nee, das geht nicht. Das ist ja nicht normal. Das darfst du nicht. Das war nicht allzu schwer. Scheiße, ich hab die Dinger verpasst. Sagen darf. Nein, ich hätte wirklich einen Punkt gehabt, dann hätte ich sonst die Zeit gehabt. Da wäre die perfekt durch gewesen. Die scheiß Strafe da. Damit hatte ich gerechnet. Du musst dich schon mehr anstrengen, wenn du meine Zeit schlagen willst. Bei dieser Strecke geht es um deine Konzentrationsfähigkeit. Jede Kurve fordert einen Entschluss. Du darfst niemals zögern. Imelda Reyes, berätst du gerade die Konkurrenz? So würde ich es nicht nennen. Nein, nur plaudern unter Freunden. Komm, einfach ruhig mal. Also, ein Versuch? Ich hätte den Punkt gehabt, ey. Ich bin na dann, auf ein neues. Wo probieren wir es einmal noch. Dann haben wir natürlich nur 20 Minuten.
Jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, dass wir die Punkte treffen. Was? Wieso ist sie schon wieder an mir vorbei? Ja, vergiss es, ey. Wie soll ich die denn schlagen? Die cheatet doch, die Olle, ey. Man wird selber von den Punkten weggezogen und die... Also, ich fahr da mal, flieg da mal gerade durch. Nee, also... Ich hab da nicht mal einen Punkt verpasst. Schon gut. Damit hatte ich gerechnet. Du musst dich schon mehr anstrengen, wenn du meine Zeit schlagen willst. Bei dieser Strecke geht es um deine Konzentrationsfähigkeit. Jede Kurve fordert einen Entschluss. Du darfst niemals zögern. Imelda Reyes, berätst du gerade die Konkurrenz? So würde ich es nicht nennen. Nein, plaudern unter Freunden, das ist alles. Also noch ein Versuch? Nächste Folge, würde ich sagen. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen. Mal Let's Play Hogwarts Legacy.